Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Verstecklorn hier im Westcup Fischerdorf. Wir sind heute alle als glorreiche Fischer verkleidet, manche besser, manche schlechter und werden heute uns im Westcup Fischerdorf verstecken. Das Gebiet ist die gesamte Insel, also der komplette Bereich des Westcup Fischerdorfes. Hier sind die 11 Versteckbärts. Und die können sich jetzt mal losmachen und dann werde ich jetzt zählen und in ungefähr 5 Minuten die ganzen Leute suchen. Bis gleich. Los geht's. So, damit gehen wir einmal los. Ich habe schon ein paar Stellen gesehen, wo ich meinte, welche reinzuglitschen hier. Das wird eine sehr entspannende Suche nicht werden, weil guckt euch das an hier. Man kann hier quasi in jedes Gebäude rein. Und ich werde das mal gucken, ob hier nicht irgendwer am Anfang direkt drin steckt. Oh Gottes Willen. Ja. Wir suchen mal Castaways. Oh ja, Castaways. Hier ist keiner. Da ist eine Flasche, das ist Kellogg's. Ah, nee, doch nicht. Kellogg's ist nämlich nicht recycelbar. Das geht nicht. Was ist denn das hier? Ach, das ist eine Türklinke. Ich dachte, da gucken die Haare von irgendwem raus. Na. Muss ich jetzt ernsthaft alle Türen absuchen? Oh mein Gott, ey. Ah, Moment. Steckt jemand in dem Reifen? Nein. Niemand ist im Reifen. Gucken wir einmal hinters Haus. Guckt da jemand irgendwo raus? Nein, tut er nicht. Hier kann man nicht rein. Ja, durch. Ihr könnt natürlich wieder fleißig mitsuchen, wenn ihr irgendwen findet, den ich nicht gefunden habe. Könnt ihr natürlich immer dann wieder das in die Kommentare reinschauen. Das war beim letzten Mal voll lustig, das zu erleben teilweise, wo ich Leute übersehen habe. Wir haben gesagt, der Steg ist nicht. Das heißt, wir laufen jetzt hier weiter. Gucken wir mal, ob der Stein durchlässig ist. Nein. Also ist durchlässig, aber das steckt keiner drin. Okay, wir machen einmal erstmal die Runde unten rum. Ich glaube, ich muss mir hier ein bisschen mehr Zeit nehmen, weil alleine das hier dauert recht lange. Lass uns mal gucken, ob wir hier... Ah, okay. Einmal laufen wir komplett außen rum. Wir machen das quasi so spiralmäßig von außen nach innen. Und... Ist da einer drin? Ja, ich glaube, ich sehe da keinen. Boah, das sind immer die miesesten Verstecke, weil da sieht man jemanden echt richtig schlecht von außen. Da steckt keiner. Da auch nicht. Gucken wir mal hier. Ah, da kann man, glaube ich, gar nicht. Doch, da kommt man hoch, oder? Ich bin mir nicht sicher, ob man da hochkommt zu Fuß. Ach, ich habe keine Ahnung. Also wenn sich da jemand reingesteckt hat, dann... Aha. Da sehen wir doch jemanden. Erwischt. Hahaha. Und da oben auch. Erwischt. Erwischt. 1 und 2 haben wir. So. Hier komme ich nicht hoch. Einmal hier schauen. Aha. Nein. Dann mal hier die Häuser absuchen. Oh, geht nicht. Ich weiß nicht, ob man hier lang laufen kann. Egal, wir gucken mal.
die Runde einmal ab. Dann haben wir zumindest erstmal so den äußeren Bereich abgecheckt. So. Okay, das geht nicht. Dann hier rüber, geht auch nicht. Aha. Sieht safe aus hier. Nee. Okay, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir keine Plätze hier verübersehen. Ha! Was ist das denn hier? Erwischt, würde ich mal sagen. Warum war die Person einfach hier so gestanden? Ba 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 ba, castaways. Oh, kann man reinschauen? Da war niemand. Dann gehen wir hoch zum Leuchtturm. Und gucken wir mal, ob da. Oh Gott, ob da jemand steht. Okay, man kann anscheinend nicht reinlaufen. Baum. Nope. Okay, jetzt mal überlegen, wo waren wir noch nicht? Es gibt jetzt ein paar Stellen. Oh Gott, nein, das ganze Haus ist irgendwie durchlässig. So am Rand zumindest. Oh Gott. Aha. Ein Frosch. Ein Frosch. Oh, wir haben den Frosch. Hopti. Hopti, hopti, hopti. Stellt's auf, sie. Oh, na, die Nudel. Die hat mich fest. Jetzt hat sie nicht ernsthaft gemacht. Jetzt müssen wir hier aus... Meine Güte. So, damit sind wir jetzt wieder zurück im Westkap Fischerdorf. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich gerade Sonjas Namen gelesen habe. Und... Es ist, ich glaube, war das nicht sogar immer Sonja oder, nee, oder Alex, was am letzten Mal, glaube ich, die sich da auch wieder festgebackt hat. Echt, ich, eure Verstecke, ey. Ihr Festback-Verstecker, ey. Hallo? Da vorne. Seht ihr's? Da. Ich hab die gesehen. Da. Da, 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 da. Nun da, aber geiles Versteck, ey. Uff. Das habe ich nur durch den, das habe ich durch Zufall nur gesehen, weil ich da gerade lang gelaufen bin. Heftiges Versteck, ey. Okay, jetzt. Oh Gott. Jetzt wird es ein wenig schwierig, weil jetzt wissen wir nicht mehr so viel. Also wir könnten nochmal den Außenbereich absuchen. Oh, hier geht's durch, lol. Ich war's dann nicht.
Wo sind die Leute? Im Briefkasten. Ganz sicher im Briefkasten. Das ist schwierig. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich... Die müsste doch theoretisch noch irgendwo drin stecken. Na, ist das schwierig jetzt gerade, das zu sehen. Zählt... Haben wir das hier mitgezählt? Eigentlich nicht, aber... Wir gucken trotzdem mal nach, ob da irgendwer drin steckt. Steckst du ja nie richtig drin. Aha, hier. Was ist das denn? Das habe ich echt nicht gesehen. Willst du mich verarschen? Hier. Hallo. Also ich würde auch mal sagen, eigentlich müsste sie nicht mehr drin gewesen sein. Aber ich habe es erstaunlich schlecht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil der äußere Steg ist ja eigentlich der Rand gewesen. Okay, habe ich hier schon gesucht gehabt? Ich glaube schon. Wo könnte noch jemand sein? Also ich gucke auch gleich mal nach, wie viele wir gefunden haben, also wie viele noch fehlen. Ich werde auch immer mal so ein bisschen nach oben gucken, nicht, dass irgendjemand an der Klippe noch hängt. Da auf jeden Fall nicht. Also es waren glaube ich 11. Deswegen gleich mal schauen, wie viele jetzt da noch dastehen. Oder schon dastehen. Okay, also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 5 Leute fehlen noch. What? Oh mein Gott. 50% Ausbeute, das ist aber nicht so gut. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Tja. Hä? Jetzt sind wir auch schon eine ganze Weile am Suchen. Ich glaube, wir haben ein paar echt schwierig zu findende gefunden und wahrscheinlich irgendwelche leichte Verstecke gar nicht. Hä, das gibt's ja gar nicht. Wo sind die denn alle? Nun gut, wir machen wieder das obligatorische eine Runde mit Nametags. So. Wer jetzt immer noch es schafft, unentdeckt zu bleiben, der ist dann wirklich Great Champion. Nametag sieht man zwar nicht so weit,
Aber trotzdem. What? Hier ist einfach keiner. Ich verstehe es nicht. Das sind auf jeden Fall krasse Verstecke. Safe, also definitiv, oh, keine Sachen, die man so leicht offensichtlich sieht. Ne. Sau gut, ey. Muss ich ehrlich sagen, kann man neidlos anerkennen. Krasse Verstecke. Wer hätte gedacht, dass sich doch so viele so verstecken können hier im Westkapfischer Dorf? Ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge für neue Versteckbereiche in die Kommentare schreiben. Während ich jetzt hier das Ganze noch suche, ich werde euch natürlich die Verstecke von denen, die wir nicht finden, wieder gucken, dass ich die euch ans Ende dazu schneide. Aber dabei muss ich sie dann erstmal finden. Sau gut, definitiv. Ich finde echt keine Person. Wenn wir jetzt vorne sind, dann können Sie mir mal die Verstecke zeigen. Ja, also I surrender. Gut, dann lasse ich mir gleich mal das Ganze zeigen von denen. Aber nice Verstecke. Ihr seht jetzt noch gleich die Verstecke von den anderen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch ein anderes Gebiet noch wünscht. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.